In der dritten Runde, da gab es diesmal nicht nur eine interessante Partie, nein, alle Partien waren sehr, sehr interessant und deswegen mache ich in dieser Runde die Ausnahme und werde nicht nur eine Partie analysieren, nein, alle vier Partien werden analysiert. Und beginnen möchte ich mit der einzigen Partie, die Remis endete, und zwar zwischen Kramnik und Grischuk. Kramnik mit den weißen Steinen. Und er begann mit D4, Springer F6, C4, G6 und G3. Für gewöhnlich spielt Kramnik dieses System nicht gegen Königsindisch oder Grünfeld, aber ich denke, dass er genau dieses System für dieses Turnier vorbereitet hat und er möchte damit den Grünfeldspielern einiges an Problemen geben. Es ging weiter mit Läufer auf G7, Läufer auf G2, D5, C schlägt D5, Springer schlägt D5, das ist alles Theorie. Springer auf F3, Springer B6, Springer C3 und Springer auf C6. Auf die Eröffnungszüge, die wirklich jedem bekannt sein sollten, muss ich, glaube ich, nicht weiter eingehen. Es ging weiter mit E3, der kurzen Rochade von Schwarz und der kurzen Rochade von Weiß. Beide Seiten entwickeln sich, rochieren den König. Alles ganz interessante Standardideen. Turm auf E8 und H3. Es handelt sich hierbei um eine Nebenvariante. Die Hauptvariante geht mit den Zügen D5 weiter oder auch Turm E1. Also das sind die beiden Hauptvarianten, die gespielt werden, aber Kramnik setzte hier in einem sehr schnellen Tempo mit H3 fort und Grischuk antwortete mit E5. Weiter ging es mit D5, das greift den Springer an, der Springer geht auf A5 und hier kommt bereits die Neuerung in der Partie und zwar der Damenzug nach C2. Bisher gespielt wurde hier der Zug E4 und hier setzte Schwarz mit C6 fort, Springer auf D2. Also das ist alles sehr bekannt und Standard, aber Kramnik hat hier die Neuerung Dame auf C2 gespielt. Und nun folgen einige Züge, die sehr forciertes Spiel einleiten. C6, B4, das greift den Springer an. Der Springer hat nur ein Feld zum Zurückziehen. Springer AC4 und jetzt D schlägt C6, B schlägt C6 und Turm auf D1. Das greift die Dame an und die geht einfach auf das Feld E7. Jetzt Springer auf D2, ganz klar, Weiß möchte hier diesen sehr, sehr dominanten und starken Springer auf C4 abtauschen. Und Grischuk spielte hier den Läufer nach F5. Er greift damit die Dame an und der Springer zieht direkt dazwischen. Es folgte dann Turm AD8 und A3. A5. Beide Seiten wollen an ihrem Flügel spielen. Springer schlägt C4, Turm schlägt D1 Schach, Dame schlägt D1 und Springer schlägt C4. Und jetzt spielte Kramnik den Zug Turm auf A2. Es ist zu bemerken, dass Kramnik hier wirklich sehr, sehr schnell seine Züge ausgeführt hat und das zeigt dem Gegner, dass er noch in der Vorbereitung ist, in der Heimvorbereitung. Und das ist ein guter psychologischer Vorteil, um den Gegner unter Druck zu setzen. Weiß hat hier einen kleinen positionellen Vorteil. Der C-Bauer auf C6, der ist ziemlich schwach und kann zu einem Angriffsziel von Weiß werden. Aber obwohl Grischuk hier sehr, sehr viel Zeit benötigte, mehr Zeit als Kramnik, viel mehr Zeit als Kramnik, hat er die hier entstehenden Stellungen sehr, sehr gut behandelt und hat sehr übersichtlich gespielt. Es ging weiter mit Turm auf D8, er greift nochmal die Dame an und die ging auf das Feld F1. Springer auf D6, Springer auf C5 und jetzt Springer auf B5. Das opfert im ersten Moment einen Bauern, und zwar den Bauern auf C6, der ohnehin schwach ist. Und Großmeister Gleiserow, der hat in seinem Online-Kommentar auf chesspro.ru diesen Zug hochgelobt und die Idee dahinter sehr, sehr gut gefunden. Es ging weiter hier mit Läufer schlägt C6 und Springer auf C3.
Turm auf D2. Der Turm wird genommen, der Läufer nimmt zurück und die Dame geht auf das Feld D6, greift gleichzeitig den Läufer auf D2 an und den Läufer auf C6. Der Läufer nimmt den Springer und die Dame nimmt auf C6. Für den geopferten Bauern sollte Schwarz hier gute Kompensation haben. Und Weiß, obwohl er diesen Bauern mehr hat, sollte hier keine großen Möglichkeiten haben, die Partie zu gewinnen. Das Läuferpaar von Schwarz wird in dieser Stellung sehr, sehr stark sein. Dame auf G2 und Dame auf D6. Natürlich, Schwarz möchte die Damen auf dem Feld lassen, möchte hier nichts abtauschen, nicht in ein Endspiel übergehen, das vielleicht nochmal Probleme machen könnte. Die zentralisierte schwarze Dame ist hier sehr, sehr gut. Weiß zog hier E4 und so langsam aber sicher kommen wir dem Ende der Partie entgegen. Die Dame gab auf D1 Schach, der König geht auf H2 und Läufer auf C8. Der Läufer nimmt hier dem Springer jegliche Einbruchsfelder in das Schwarze Reich. Weiß zog hier F3, Dame auf C1 und Dame auf D2. Nun bietet Weiß den Damentausch nochmals an, aber Schwarz zieht die Dame einfach auf F1, Dame auf G2, Dame auf C1 und durch Zugwiederholung wurde die Partie Remis. Ich denke, Kramnik hat hier sehr interessantes Schach gespielt. Bemerkenswert ist, dass er für die gesamte Partie sehr, sehr wenig Zeit beansprucht hat. Aber Krischuk hat sein wirklich Weltklasse-Spiel gezeigt und konnte auf die Vorbereitung von Kramnik angemessen reagieren. Wie gesagt, das war die einzige Partie an der dritten Runde, die Remis ausging. Kommen wir nun zur nächsten Partie der dritten Runde.